Nestle und ich haben unsere Starter-Pokémon gerandomized und wählen sie nun abwechselnd nur anhand ihrer Füße. Und wenn wir beide jeweils 6 Pokémon gewählt haben, dann kämpfen wir! Und da stehen wir auch schon vor unseren Startern und Flobert, weil du so ein Fuß-Enthusiast, ich würde fast sagen Fetischist bist. Okay, ich wollte gerade sagen, hast gerade nochmal die Kurve bekommen, aber dann doch wieder Kurve zurück, okay? Kreisverkehr. Würde ich sagen, schicke ich dir die ersten Füßchen, ist das okay für dich? Mach ruhig, ja, ist okay. Kommt direkt in meinen Fußordner. Beim ersten Fuß würde ich sagen, es ist nur bedingt ein Fuß. Ja, es könnte auch sein Schwanz sein. Also sowohl der Tail als auch der Krok. Ich würde einfach mal auf Seedraking tippen, ja? Boah, ist ein Guess, kann man. Ist ein wilder Guess, ja. Kann man sagen. Dann probieren wir es mal mit diesem Füßchen hier. Ah, also man sieht ja noch so ein Härchen oder so runterkommen. So ein graues oder so einen weißen Fuß. Ein bisschen denke ich an Sengo, aber ich glaube nicht, dass das Sengos Füße sind. To be honest, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja schwach. Aber vielleicht hast du bei Füßchen Nummer 3 eine Ahnung. Ja, das sieht mir nach Ariados aus. Auch ein bisschen nach einem Sacksoy in meiner Nachttischschublade. Ariados nehme ich nicht. Seedraking wäre absolut solide. Ich bin auch sehr gespannt auf das zweite. Tja, musst du dir jetzt eins aussuchen von? Ich glaube, ich gehe mit dem Safe Play und nehme Seedraking. Dann sollst du natürlich auch Seedraking bekommen, ist klar. Okay. Ariados steht ja noch und tatsächlich ist es Sengo, was hier steht. Das weiße Füßchen ist Sengo. Ja, ja. Okay, okay. Ich dachte, er hat mächtigere Füße vielleicht. Ich habe aber auch mächtige Füße für dich. Und zwar gibt's Fuß Nummer 1. Gib mir Fuß Nummer 1. Ich brauche den jetzt. Das ist der 3-10-Stil. Ha! Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Finde ich auch gar nicht so einfach. Also, Nee. Also, ganz kurz habe ich an Bisaflor gedacht, weil der hat, glaube ich, auch so Krallen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so aussieht. Ist das doch nicht Despotar, oder? Von der Farbgebung her würde ich sagen, könnte Despotar sein. Auch der runde Bauch spricht dafür. Ich bleib mal bei Despotar, aber ich glaube nicht. Dann haben wir einen etwas anderen Farbton als Fuß Nummer 2. Das könnte Reginald Rock sein, wenn ich da so drüber nachdenke. Boah, ja. Ich glaube, der hat so Stumpen da unten. Stumpen, so halbe Säulen einfach. Ja, ja. Ich sag das Reginald, ja. Wir haben jetzt doch einen sehr, sehr filigranen, anmutigen Fuß für dich. Filigran, anmutig, Amphira, perfekt. Oder es könnte auch irgendein Vogelbastard sein. Ich nehme Regirock. dann bekommst du kein Despotar, weil Despotar war nämlich gar nicht auch dabei. Meganie wäre es gewesen. Oh ja, ja, I see. Aber ich weiß nicht genau, also ich verstehe von der Farbe her, wie du auf Despotar gekommen bist, aber wie du da den Bauch von Despotar reingezeichnet hättest, wie es da mit Despotar weitergegangen wäre, hat mich sehr interessiert. Amphira dodgst du auch und du bekommst natürlich Regirock. Leider sehr eindeutig. Der geile Stumpenfuß. Runde Nummer 2 und ich glaube, die Füße sind erkennbar für dich. Ich zeig dir mal den ersten. Ja, der ist gerade so erkennbar. Mhm. Den nennt man auch in der deutschen Fachsprache und Fachliteratur Heatran. Heatran. Ja. Da bin ich aber gespannt, ob das wirklich Heatran ist. Vielleicht erkennst du Lebertran, sehr gesund, sehr lecker. Weiß ich nicht. Aber Füße Nummer 2. Das sieht eher so wie seine Körperöffnung aus. Toll. Ich tippe sehr darauf. Also ich glaube, es wäre sehr schwer geworden für mich. Ohne dieses Haarbüschelchen da rechts noch. So bin ich mir ziemlich sicher, dass Kapaloris gerade einen seiner Tänze vollführt und da dementsprechend sein Bein hebt. Okay, ich schicke dir Füßchen Nummer 3. Und auch der ist nicht so einfach, glaube ich. Nee, der ist recht schwer. Aber ich würde hier einfach mal an der Stelle auf Uhafnir tippen. Okay. Und ich habe schon Drachen als Seedraking, also Uhafnir raus. Ich habe schon Wasser-Pokémon mit Seedraking, also Kapaloris raus. Nehmen wir den guten Boy Heatran. Heatran, na dann bekommst du Lebertran. Und es waren alle right, glaube ich. Ja, es waren alle richtig, die du gesagt hast. Also sehr gute Leistung. Ich bin gespannt, wie gut deine Fußkenntnis ist mit diesem Pokémon. Ich glaube, das ist sehr einfach. Das ist sehr einfach, sagst du? Oh, nicht? Okay. Ist Toxiquack? Okay, schade. Der nächste Fuß, wenn man es so bezeichnen möchte, ist das hier. Oh, das ist sehr interessant. What the fuck? Wer steht denn auf sowas? Fällt mir gerade nicht ein, was es sein könnte. Okay, willst du das letzte? Ja. Ja, da ist schwierig so mit Fuß gewesen. Ich habe einfach mal das hier als Fuß genommen. Hast du einfach mal gewertet als Fuß? Du hast mir nämlich keine Definition des Wortes Fuß mitgegeben. Ja, na per se ist ein Fuß ja nicht gleich ein Fuß. Das ist aber ein interessantes Gebilde. Oh, weißt du es nicht? Nein. Oh, also ist das eingeknickt? Ist das Viridium?
Es könnte eingeknickt sein, es könnte aber auch sein, dass es einfach so als Humpen da unten ist. Der Humpen. Ich nehme Toxic Quark. Ich gehe mal auf den safen Play. Einfach für den langweiligen Safe Play. Ja. Ja, dann bekommst du Toxic Quark, du kleines langweiliges Wesen. Und das in der Mitte ist Azumarill. Oha, true. Und das letzte Pokémon war Barschuft. Barschuft? Ja, das ist eine Flosse halt. Ach, jetzt erkenne ich's. Oh mein Mann. Gott, Alter. Und deswegen, der hat halt an sich keine Füße, aber das kommt dem am nächsten. Also das würde als erstes den Boden berühren, wenn das Wasser weg wäre. Heute habe ich dir, also in dieser Runde, nicht heute, aber ich habe dir jetzt in dieser Runde sehr, sehr schwere Kandidaten mitgebracht. Ich erkenne jeden Einzelnen. Ich auch gar nicht raten, ich weiß es. Okay, dann sag. Haben wir schon was? Nö. Auch das ist per se kein Fuß, aber ich denke, es ist erkennbar. Ja, gut. Also, ich habe jetzt wirklich was Schweres erwartet. Dann gibst du mir einen Magnet. Ja, dann würde ich mal auf Magnezone tippen. Aber ist auch nur eine Vermutung. Na, weiß man nicht genau. Weiß man nicht. Ja, ne? Ja. Nicht ganz Fuß Nummer 2 ist das hier. Das ist Juju. Meinst du? Ja, bin mir sehr sicher. Okay, na, vielleicht hast du Probleme mit diesem Geschoss hier. Und das ist, glaube ich, also ich bin mir nicht sicher, weil es nicht genau dazu passt, wie ich das Bild im Kopf habe, aber durch diesen Fleck ganz oben, der noch zu sehen ist, wirkt es wie eine Giraffe. Und da fällt mir natürlich Farigiraf ein. Magnezone hat Doppelschwäche. Bin ich so Fan von Doppelschwäche in letzter Zeit? Ich nehme Farigiraf. Das letzte. Okay. Du hast alle drei natürlich richtig erraten. Dann viel Spaß mit Farigiraf. Also ich würde sagen, die sind, also wenn die eben schwer waren, dann sind die jetzt auch schwer. Wir haben einen weiteren Fuß. Oh, nicht eine Flosse oder so. Ach gut, das ist Slimog. Ja, ist genau genommen sein Arm, aber also vielleicht sind es auch seine Füße. Man weiß es ja gar nicht so genau bei dem. So genau ist ja alles irgendwie ein Brei. Pokémon Nummer 2 ist der hier. Das ist Urshifu. Oder auf Deutsch? Urshifu. Ah, der. Oder Usu. Ja, der Ehrenbär. Okay, ja. Ja, könnte hinhauen. Und letztes Pokémon ist das hier. Oh, der das ist trickier sein. Sneeboss. Nun ist es ja schon so, ich habe Gift-Pokémon, ich habe Kampf-Pokémon. Das ist ja unlucky jetzt an der Stelle. Das ist ja unangenehm. Boah, aber wir hatten noch nie Sneeboss irgendwo. Aber auf der anderen Seite habe ich exakt diese Typenkombination schon. Das ist echt bad. Ja, aber du kannst ja Kampfgift only machen. Das klappt nicht mit Reginald im Team. Ja, ich nehme aber Sneeboss. Dann bekommst du das letzte, nämlich Sneeboss, Slimog und Urshifu. Ebenfalls richtig. Urshifu. Nice. Sneeboss, Digga. Cool. In dieser Runde sage ich, du wirst eins nicht erraten können. Hoffentlich. Aber erstmal bekommst du bitte nur eine Art Fuß. Also das ist aber schon sehr weit weg vom Fuß. Ich sag mal so, es ist das Erste, was den Boden berührt, wenn die Luft weg ist. Ich will jetzt nicht komplett ins Fettnäpfchen treten, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass das Venontor sein müsste. Dann habe ich dieses Patsche-Füßchen hier für dich. Okay, da kommt mir auf jeden Fall zuallererst Nubilicat in den Sinn. Und jetzt hoffe ich, dass du noch einen Banger für mich hast, weil die beiden waren jetzt eher so wacky. Nee, ich habe keinen Banger für dich. Okay, dann gehen wir für Groudon an dieser Stelle, würde ich sagen, weil mir fehlt tatsächlich auch noch ein Boden-Pokémon. Ja, da stehen Fenontos, Nubilicat und Groudon. Nubilicat guckt aus Groudons Unterschenkel hervor. Ja, der hat mächtig, also der skippt Leg Day nicht. Also kommen wir zu deinem Pokémon, ja? Die haben allesamt Leg Day geskippt. Und wir fangen mit dem hier an. Und da wusste ich lange Zeit gar nicht mehr, was steckt da eigentlich hinter. Deswegen bin ich mal gespannt, ob du den erraten kannst. Was ist das denn? Dünnes Beinchen auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich dünnes Beinchen in der Tat. Ich habe keinen Schimmer, was das sein soll. Den fand ich auch sehr schwer. Es könnte aber sein, dass du drauf kommst. Lass mich mal schauen. Oh, könnte das ein Uchafnir sein? Das könnte eventuell wahr sein. Man weiß es nicht. Jetzt verstehe ich auch, wie du da so easy drauf gekommen bist. Okay. Ja, und zu guter Letzt haben wir für dich dann noch den hier. Und ich glaube, den finde ich tricky. Das ist echt tricky. Ist das Dinglu? Sieht das so aus? Nee, der hat doch eher so... Also, das sieht schon aus wie Hufe, aber... Also, ich habe so viele Gift-Pokémon. Ich brauche was Fliegendes. Na, ist mir egal, wenn du mich für langweilig bist. Ich gehe für Uchafnir. Langweilig, langweilig, langweilig. Ja, du bekommst damit Uchafnir. Dein kleines Pokémon mit den lila Füßchen ist Ambidiffel. Oh, okay, ja. Und das zweite Pokémon, was du geskippt hast, das steht quasi... Das hat quasi so Holzsandalen, so japanische Holzsandalen. Ah, ist Tangolist, okay. Ja, exakt. Vorletzte Runde und ich hoffe, dass du auch mal ein bisschen reinscheißen wirst.
Fuß Nummer 1. Okay, ich glaube, es hat jetzt Klick gemacht. Aber ich habe einen Moment gebraucht. Und ich bin mir auch so unsicher wie seit Sengu nicht mehr. Was ist dein Guess? Maybe Kubuin. Aber ich weiß nicht. Also die Füße wirken mir fast schon ein bisschen zu groß für Kubuin. Auf jeden Fall denke ich, wird es ein potenzielles Flug-Pokémon sein. Muss aber den Flugtypen nicht haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Vogel. Dann schauen wir mal, ob du mit Fuß Nummer 2 mehr anfangen kannst. Das ist ein schöner Fuß auf jeden Fall. Und der Schlüssel zu deinem Herzen hoffentlich. Ich sage nein! Klavio. Füße allgemein sind die Schlüssel zu meinem Herzen. Fuß Nummer 3. Ja, das ist Rihornio. Okay. Das erste ist, glaube ich, am Waxton. Klavio hat ein gutes Typing, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf den. Rihornio, ich habe schon Boden-Pokémon, ich habe schon viele Doppelschwächen, weil ich glaube, ich nehme trotz allem Rihornio, weil er, glaube ich, am besten ist. Ja, dann, wenn du dich dafür entscheidest, bekommst du Rihornio natürlich. Klavion war das mittlere Pokémon, das war auch sehr offensichtlich. Und das Pokémon, bei dem du sagtest, dass es ein Vogel ist, ja, ist kein Vogel. What? Es ist Triftzippeli. Uff. Erstmal hätte ich den dann gerne gepickt. Wäre ich nie im Leben nicht drauf gekommen. Also, das sah für mich ganz klar nach Flossen aus. Ich habe für dich heute ganz interessante Füße mitgebracht. Interessante Füße sind ja noch besser als normale Füße. Es könnte sein, dass du alle errätst. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Oha. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass du keinen errätst, als dass du alle errätst. Okay. Wir fangen an mit dem hier. Boah, das ist ja auch schon wieder Bullshit. Aber das könnte Massifioso sein. Oder jedes andere Hunde-, Katzen-, Wolfs-, Fuchs-Pokémon. Nee. Ich gehe für Massifioso bei dem, ja. Dann wird's jetzt, wir machen erstmal das letzte. Oha, andere Reihenfolge, okay. Ja, und zwar das hier ist das letzte. Was? Das ist, boah, also irgendwas Stählernes? Captain Obvious. Okay, gib mir mal das mittlere. Das Ding ist jetzt, ja, es ranken sich nur Gerüchte um seine Füße. Sein offizieller Fußabdruck auf Wikifeed. Unbekannter Fußabdruck? Also von jedem Pokémon haben wir irgendwie einen Fußabdruck in der Datenbank, aber von dem ist absoluter Mythos. Der hat auch keinen Fuß, oder was? Man weiß es nicht. Du überforderst mein Brain gerade. What? Ja, also, was nimmst du? Ja, ich nehme das Mystische, von dem wir keinen Fußabdruck haben. Dann hattest du recht mit Mastifioso, dass der zweite Fußabdruck war Eisenrad. Oh, okay, I see. Und das, wo wir halt nicht wissen, vielleicht findest du es als neuer Trainer von diesem Pokémon heraus, ob der Füße hat oder nicht. Wir wissen nicht, was so abgeht unter der Erde bei dem. Du bekommst Tick-Tree. Digga, will er mich ficken? Ach, Digga. Tick-Tree heißt er. Letzte Runde und ich sage, in dieser Runde ist eins dabei, was du safe nicht erraten wirst. Oh, so ein Drift-Zeppeli-Ding wieder, na gut. Maybe, aber erstmal bekommst du dieses Patschefüßchen. Als allererstes hätte ich gesagt Mega Mewtwo X. Aber das sind ja auch nicht Mewtwos Füße, oder? Oder sehen Mewtwos Füße so aus? Ich würde erstmal Mewtwo sagen, aber ich bin mir hart unsicher. Ich weiß es auch nicht. Aber diese Füße hier erkennst du mit Sicherheit. Das ist Olangar. Und dann haben wir noch diese Prachtexemplare hier. Okay. Ich habe irgendwie zuallererst an Trompec gedacht. Aber dass die Füße so nach hinten weggehen, hat auch was Storchen-ähnliches. Aber Adebom hat, glaube ich, keine Beine. Storch ist so ein dummes Wort. Ist mir, glaube ich, auch echt egal. Ich glaube, ich gehe einfach fürs Erste. Langweilig. Das ist gar nicht so langweilig. Ich weiß nicht, ob das Mewtwo ist. Kann auch Potrot sein oder so. Absolut richtig, ist Potrot. Jawohl! Ja, nice, cool. Nice. Ja, es ist natürlich Mewtwo, Alter. Jawohl, okay, geil. Was willst du da machen? Normalerweise stehen die Füße halt eher so hoch und der steht halt auf. Oder gar war richtig. Und selbst Tukanon war korrekt. Was, echt? Ja. Wow, ja doch, true, klar, jetzt sehe ich es gerade vor meinem Auge. Ja, natürlich. Würdest du mir vielleicht auch noch einen Banger geben an der Stelle? Ich würde schon sagen, die Pokémon, die jetzt kommen, sind alle erratbar und alle nicht schlecht. Nicht schlecht ist nicht das, was ich hören wollte jetzt. Okay. Wir fangen an mit dem. Ja, der. Das ist Zumpex. Okay, weiter direkt. Der hat einen sehr ausgefallenen Modestil. Das ist Hooper Unbound, I guess. Okay. Interessanter Guess. Und dann haben wir noch den hier. Das könnte jetzt Despotar sein. Ich dachte das vorhin mit dem Bauch, der so runterhängt. Das ist Despotar. Der hat auch so einen runden Bauch, dachte ich. Ich nehme Hooper, let's go. Let's go. Das wird ein crazy battle. Wie sieht's bei dir aus? Bist du Pro-Füße oder Kontra-Füße? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare und lass mir bei der Gelegenheit ein Like da. Ein füßiges Willkommen im Kampf mit Cocktail. Lecker. Oh, das ist jetzt aber unangenehm. Lecker Cocktail. Sofern du eine Drachenattacke hast. Ja, passt auch zur Arena hier, oder? Der Cocktail, den kannst du da hinten holen. Ja,
lecker. Lass mal in die Bar gehen und ein bisschen... Ach komm. Da, du hast eine Prio. Du hast Prio-Pilzspore. Du hast Prio-Pilzspore, du Dreckige. Okay, 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 okay. Ich hab Majestät. Ich bin ja jetzt schon unfassbar glücklich. Okay, es reicht. Jetzt reicht's mir einfach nur. Okay, tschüss. Ich geh raus. Geh auch raus. Es reicht, Lebertran. Ja, komm ruhig rein, Lebertran. Ist okay. Okay, komm ruhig. Was machst du? Oh Gott. Was tut er? Was macht er? Es ist vorbei. Nachdem Majestät mich schon wieder tot getriggert hat. Oh, Terra Drache. Okay, okay. Da kommt eine Drachenattacke wahrscheinlich, ne? Jein. Ich hab's doch geahnt. Jein. Ja, Terra Ausbruch. Du, als ob du Terra Ausbruch bekommen hast. Ja. Übel gemein. Irgendwann muss ich ja auch mal Glück haben, Alter. Drache ist schon mal gut. Pilzspore weniger. Was ist denn jetzt? Möglicherweise hat er auch Majestät bekommen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich hab mir so gedacht, Digga, was? Warum denn zweimal Majestät? Das ist ja übel Trash. Und es ist einfach der Hard-Counter. Das kann ja nicht wahr sein. Och komm, als ob. Es reicht. Okay, was soll ich dagegen machen? Weiß ich nicht. Ja, gar nichts. Verliere ich einfach. Okay, Pulpara, ich bin wieder drin. Ja, ich bin drin, Digga. Jetzt haben wir jetzt zwei unterschiedliche Fähigkeiten. So Buntkörper und Majestät, weißt du? Wolltest du mich nicht in den Boden füßeln? Ja, es ist gar nicht so leicht gegen den. Wir gehen erstmal raus mit der Abgangstirade, okay? Das ist stark, ja. Um deinen Angriffs-Output ein bisschen zu reduzieren. Sehe ich den Point of View, ja. Ich tippe darauf, dass da jetzt eine Drachenattacke kommen wird. Potrott! Ja, Potrott. Der Ehrenmann. Ja, moin. Ja, jetzt sehe ich seine Füße auch. Präzision? Eins ab! Das gibt's doch nicht. Ich gebe auf. Ich gebe auf das Game. Ich verfällt einfach. Das war ja einfach nur beautiful. Das sind drei Turns, in denen ich nichts machen konnte. Nothing. Alter, drei von sechs Fähigkeiten ist halt schon sehr, 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 sehr strong. Digga, also ich dachte, dieses Set ist so ultra insane, aber es wird komplett gecheckt. Ich komme ja trotzdem nicht vorbei. Ja, aber ich kann da ja auch nichts machen. Wir stehen uns einfach nur gegenüber. Ich bereite vor, alles gut. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Oh man. Ich habe ja auch keine Lust mehr jetzt. Verstehe ich auch, ich stall dich einfach. Ja, ist okay. Irgendwann muss ich ja, ne? Es reicht doch aber auch wirklich. Ich wünschte mir, ich hätte so eine Drachenattacke oder so ein Terra Blast oder irgendwas in die Richtung, ne? Wäre schon wild. Okay, das ist alles, was ich wollte. Dein Death Boost ist weg. Ich muss, ja. Was soll ich auf minus 2 in beiden Attack werden? Oh, das ist gar nicht so gut für dich. Süßer Nektar. Oh, ja. Bist du dagegen auch immun? Hast du da noch irgendwas jetzt? Ja, nö. Erstmal kommt dir eine Kehrtwende. Ach so, ja. Ja. Digga. Alter, ich weiß nicht, was es ist, aber es gefällt mir unfassbar gut. Ja, mir auch. Finde ich richtig nice, Digga. Lass mal ein Like da, falls es dir gefällt, ne? Ich muss dir ja zeigen, was ich gehe, so, ne? Ja, ist doch völlig egal. Du checkst doch eh alle Pokémon, die ich reinstecken kann. Ist doch völlig Würde ich jetzt so nicht sagen. Würde ich jetzt so nicht sagen. Doch. Ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich. Aber ganz ehrlich, Pilzspore Majestät wäre. Pilzspore Strolch ist auch ein bisschen fies. Geh jetzt einfach in den. Ich meine, den checkst du halt auch komplett. Alles ganz normal soweit. Aber du bist ja normalerweise schneller halt als ich. Aber nicht halt, wenn man. Ach, du bist Scarfy Mafia, ja? Ja, ich bin Scarfy Mafia mit der Rangenkeule. Gut. Dacko? Dacko. Dacko ist Toxic Quark. Mir ist jetzt eigentlich auch alles egal. Du musst auch ein bisschen positive Stimmung. Ja, nee, schick doch einfach Thumbnail rein mit seinem Psycho-Move. Ist doch alles in Ordnung. Der hat keinen Psycho-Move, der hat nur Unheilschwert. Und das ist sogar gut für dich, oder nicht? No, genau. Geofissur. Ja, das drückt dann einfach deinen Boden-Move, maybe. So. Okay. Ich drück meinen Boden-Move. Okay, ich hatte Einrollen, Drillingspfeile. So. Ach so. Das, ja, aber der war richtig trash. Wir gehen mal in die Insta-Terra. Okay. Das bin ich. Nein, ach komm. Ach komm, was soll's, ne? Was soll der Geiz? Oh, du hast. Nein! Ich hätte Insta-Terra sollen. Oh, ich lebe. Oh, mein Wutausbruch. Ah ja. Ja. Hausbruch, ah ja. Ja. Geil, oder? Aber du spielst ja bestimmt auch Dings, ne? Was ist denn Dings? Na, dieses komische Kraut. Ach so, ja, doch, ja, das habe ich dabei. Mhm. Für den Fall der Fälle. Naja, klar.
Boah, aber dass du echt eine Wasserattacke hast, ne? Ich hätte einfach terran sollen. Ich hätte einfach Geofissur drücken sollen, ehrlich gesagt. Jetzt ist der schon wieder so useless. Ich dachte ehrlich gesagt, dass du für Geofissur gehst, so wieder, weißt du? Und hab einfach auf den Mist gegambelt, aber... Sehe ich den Point. Okay, let's go! Let's go! So beautiful! Nee, nö. Nö? Mm-mm. Wir werden sehen. Komm schon, sei schneller. Lebt das. Oh, 3 KP! Das kann ich mal, dein Liebeskuss, okay. Gib mir alles zurück. Alter, aua. Ja, warum denn? Alter! Was ist passiert? Der so. Kann doch nicht wieder halb voll sein. Du hast mir 5 KP gemacht. Ja, aber ich bin ja auch plus 3. Das erklärt's, ja. Ach, Alter, halt doch dein Maul. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Mm, so ja, genau, das ist dumm. Lucky genau, Bastard. Das ist dumm. Lucky Bastard. Genau. Verpiss dich aus meiner Arena, Alter. Ey, ganz ehrlich, ne, wäre ich für die Terra gegangen, also jetzt so, und hätte statt Liebeskuss Ausbruch eingesetzt. Ich glaube, wäre vorbei gewesen. Du hattest ja dann nur noch 1 KP oder so, 2. Ja, und dann der hat noch Turbo-Tempo. Aber ich habe ja Majestät noch. Ja, aber der hat auch, aber Rihorn ja doch nicht. Ja, doch, oh, der hat auch Majestät. Ach so, okay, na dann. Ja, ja. Sternenhieb! Sternenhieb, ne? Mach dich weg hier, Alter. Bitte komm, krieg den Angriffsboost. Komm, bitte, tu's einfach. Bitte, 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 bitte. Ah, du bist so ein Versager, Mewtwo, ehrlich. Naja, dann halt Tim. Du hast meine ganzen schönen Pläne kaputt gemacht einfach, ne? Meine ganzen geilen Pläne. Du ja aber auch mit deiner, ich drück einfach Geofissur zweimal. Ich hatte mit Diktri, hatte ich einfach Delegator. Wie cool ist der das gewesen, Alter? Das wäre schon cool gewesen, wenn du schneller gewesen wärst. Ja. Wir gehen im Fleckchen. Und Beschattung. Au! Boah, das ist jetzt aber gar nicht so angenehm, dass du mich hier einfach wegknuscht, als gäbe es kein Morgen mehr. Hast du auch nicht anders verdient, ehrlich gesagt. Ich bin richtig sauer. Kann man nichts machen, wa? Nee, kann man nichts machen. Rollenhelm zumindest nochmal. Und Statik vielleicht? Nee. Nö? Nee. Nö? Weil ich habe Überbrückung. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss in ihn gehen und hoffen, dass du nichts hast. Lebertran. Das sieht so geil in dem Licht hier aus, ne? So widerwärtig. Also ich habe nicht genug Ressourcen, um irgendwie deinen Uhafnir besiegen zu können. Dadurch, dass du den jetzt hier reinschickst, Tarnschein-Damage bekommst, ist das schon mal gut? Nee, nee. Body Slam ist chill. 69 KP. Ey, das ist ja auch Prio Tagedieb hast, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Junge, Strolch, Tagedieb und Pilzspore. Ist so zusammen dumm. Und Terra-Ausbruch. Vergiss den bitte nicht dabei. Ja, gut, der ist halt, ja. Ja, der ist schon maddernd tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den breaken soll. Das wusste ich vorhin schon nicht. Da war mein Plan noch irgendwie am ehesten den so weit schwächen, wie geht. Mhm. Und dann Wasserring, Farigiraf. Das war mein Plan. Ist aber fruchtig, saftiger Schaden, sage ich immer. Ich sag dafür, dass ich Metallmantel trage, geht so, ne? Ich hätte Beulenhelm tragen sollen, ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. Was trägst du eigentlich? Keinen Beulenhelm. Ja, das dachte ich mir. Ja. Ja, das ist halt das Dumme. So, Portrott schläft eine Runde. Ja, mindestens. Also okay. Einer hat er geschlafen. Ciao mit V, Brudi. Mal kommt sehen, jetzt wieder hier Lebertran. Ja, der ja, Lebertran. Was geht ab? Die Fullpower. Die ist ja gar nicht mal so verkehrt grundsätzlich. Tagedieb, okay. Wie viele Tagediebs hast du? Na, hättest du mitzählen müssen. Wenn du 5 hast, dann hast du nur noch 2. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich AP-Top drauf habe oder nicht. Ja, also meine haben keinen AP-Top. Ja, das ist ja jetzt ein fairer Vorteil für mich, sag ich mal. Ja, wenn du AP-Top haben solltest, ja. Okay. Ja. Ja, dann spiel einfach so, als hättest du keinen AP-Top. Vielleicht hätte ich auch gucken sollen, ob ich auch keinen AP-Top benutze, aber ich glaube schon. Ich mache ja auch keine Schäden. Überhaupt nicht. Du hast nur 30% direkt mit einer Attacke gemacht. Ich bin auf minus 2 und habe 2 Full Paras in Folge gehabt jetzt. Ist aber gut, Fräulein. Gar nicht. Du hast dich zwischendurch hochgeheilt komplett wieder. Hä? Jetzt reicht's aber. Na gut. So, Attack Boost. Ich brauche den jetzt mal. Ja, oh, jetzt, nice. Das ist over, glaube ich, jetzt tatsächlich. Ja. Oh. Ach, du kannst einfach wieder Pilzspore drücken. Ja, aber trotzdem. Dann schlafe ich wieder 3 Turns. In der Zeit du hast eine Turn geschlafen, Hund! Ja, aber es kann ja passieren, durchaus, dass ich jetzt halt mehr Turns schlafe. Ich würde an der Stelle noch nicht aufgeben. Siehst du? 2. Turn. Das war der erste, oder? Nein, das war der zweite. Stimmt, du hast mich ja mit Pio eingeschläfert. Ich weiß nicht, ob ich mich erst geheilt hätte an deiner Stelle. Maybe. Weil wenn das jetzt killt, wäre blöd. Okay. Mhm. Das ist risky. Jetzt hast du dich in eine Sackgasse gespielt. Nee, ich muss nur gamblen. Worauf? Das Sternhieb Mist. Genau, ja.
Und nicht, dass du die Fullpara bekommst. Ich bin ja eigentlich auch dumb. As shit. Ist aber alles nicht so schlimm. Ja, aber wobei, war das jetzt so klug von mir? Ich glaube nicht. Also ich kann jetzt darauf gamble, dass du jetzt die Fullpara bekommst, ja, dann bist du tot. Ja. Okay, schade. Was hast du Schönes für Moves so? Hab ich schon irgendwas gesehen von dir? Ja, sehr viel schon. Krankenkeule. Ja, okay, Schaden ist okay, dass du dich jetzt komplett wieder hochheilen kannst. Ich kann mich nicht komplett hochheilen, das war in der Theorie mein letzter Dings. Okay. Also 3 hätte ich eigentlich noch, aber... Ja. Mhm. Okay, wie viel macht das auf -2? Nicht genug, leider. Schade. Das ist ziemlich schlecht. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob es so schlecht ist. Hä, doch, natürlich. Das Vieh endlich los zu sein, ist schon mal sehr wertvoll, das war absolut broken. Also ich habe natürlich das brokenere Team und ich habe sehr gute Counterfähigkeiten gehabt dafür. Aber ansonsten wäre das ja Insta-Win gewesen für dich. Beeil ich. Kann mich nicht beeilen, ich muss nachdenken. Es gibt keine Zeit mehr fürs Nachdenken. Nachdenken muss ich. Oh. Aber das ist gut, dass der raus ist. Jetzt hat vielleicht Sternhieb eine Chance zu killen dann. Ah, okay, ist so Chip. Chip ist Chef. Oh ja, nice. Oh, Digga. Nochmal Chip. Warum? Und jetzt der Crit. Ah, war sogar der Crit, glaube ich. Ne, war nicht der Crit. Dann traurig. Okay, Cocktail hat sehr, sehr gute Work gemacht. Portrott, ja. Dann gehen wir mal in den Bäumen. I see, worauf das hinausläuft. Ja. Wassersäulen für den safen Treffer. Richtig und wichtig. Tja, ich habe jetzt noch mein MVP, möchte ich fast sagen. Dein MVP ist vor kurzer Zeit gestorben. Regirock. Reginald Rock. Okay, das ist in Ordnung für mich, I guess. Ja, ich glaube auch. Wassersäulen! Oh mein Gott, ich glaube nicht. Ich glaube überhaupt nicht. Ja, das war's. Doch, ich glaube schon. Wenn du Tackler hast, hast du gewonnen. Naja, du hast doch noch. Hast du nicht noch Heatran? Ich miss natürlich den Sternhieb, klar. Okay, das ist ein Opening. Ja, Heatran kann gar nichts gegen ihn. Das ist ja unfassbar. Aber ich weiß gar nicht, ob das mehr Schaden macht. Ja, warum macht das so viel mehr Schaden, als was du offen... Nee. Mann. Du bist aber auch sehr am Weinen dafür, dass du gerade... Ich lache doch aber. Hä, was willst du von mir? Boah, ich glaube, wir werden niemals herausfinden, wer das gewinnt. Aber wie kann ich diesen 10% Miss noch fressen, Junge? Es ist so dumm. Body Slam, Full Power. Ah, ich habe leider Dummsülz gemacht gerade, aber das ist nicht so schlimm. Oh! Das ist so klar, oder? Ist das dein bester Move? Na, Sturzflug wäre mein besserer Move gewesen, aber ja. Okay, ich habe noch Flying Press gehabt, aber ich wollte erst die Para haben. Das war ein unfassbar spannender Kampf und dieses Video hier war ebenfalls sehr spannend. Dort mussten wir Pokémon erkennen anhand ihrer Pokédex-Einträge und das war ziemlich schwierig. Deswegen schaut da unbedingt rein, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.